Sie leben in einer Hypnose. Nicht nur in einer Hypnose, in vielen verschiedenen Hypnosen, die Ihnen andere Personen zugefügt haben, aus Absicht oder aus Gelegenheit. Diese Fähigkeit besitzt prinzipiell jeder Mensch. Diese Fähigkeit wird unbewusst gelernt. Aber die wenigsten Menschen können diese Fähigkeiten steuern. Sie richten deshalb sehr viel Nutzen als auch Schaden an. Diese eine Hypnose, in der Sie leben, verhindert, dass Sie Zugang zu Ihrem inneren Bereich bekommen. Wenn Sie dies versuchen, empfinden Sie Angst oder Verwirrung, beziehungsweise beides. Diese Hypnose hat Sie abhängig gemacht von anderen Menschen, beziehungsweise von Leuten, die dieses gewerbsmäßig ausführen. Wenn Sie diesen Zugang wieder haben wollen, dann machen Sie Folgendes. Nehmen Sie einen Spiegel und schauen Sie sich selbst, schauen Sie Ihre eigenen Augen in diesem Spiegel an. Lange und sehr, sehr gründlich. Wenn Sie dies als lächerlich oder verwirrend empfinden, ist dies völlig normal. Wenn Sie sich langweilen, wenn Ihre Gedanken abschweifen, ist dies eine Schutzreaktion. Machen Sie einfach weiter. Da nach aller Wahrscheinlichkeit über 90% aller Menschen sich nie diesen Spiegel vor ihre eigenen Augen halten werden, so können Sie, wenn Sie wollen, dies jetzt und hier stellvertretend mit meinen eigenen Augen tun. Stellen Sie sich einfach vor, dass diese Augen, in die Sie schauen, die Ihre Augen sind, Ihre eigenen Augen sind. Wichtig ist Folgendes zu wissen. Jede Hypnose hat einen Anfang. Wir sprechen nur von einer einzigen Hypnose, nicht von den Tausenden oder von den Hunderten, nicht von den Zehnern und nicht von den Dreiern, nur von der einen einzigen. Sie haben die Kontrolle abgegeben. Sie haben nicht nur die Kontrolle abgegeben, Sie haben ein Einverständnis gegeben. Jede Hypnose, die darauf basiert, die Kontrolle abzugeben, funktioniert nur mit einem Eingeständnis dessen, dass man selbst Ja gesagt hat. Deshalb gibt es einen Fahneneid. Deshalb gibt es einen Schwur. Deshalb gibt es die Ermahnung zur Wahrheit. Wenn Sie zurückgehen, in welcher Situation Sie jetzt auch sind, wenn Sie zurückgehen bis zu diesem Punkt, wo Sie Ja gesagt haben, tun Sie dies in Stille, aber schauen Sie sich diesen Punkt an. Das Gefühl Scham, was in Ihnen jetzt aufsteigen könnte, ist keine Beleidigung. Ein Fehler ist ein Fehler. Ein Fehler ist da, um den Fehler zu korrigieren. Sie haben den Fehler begangen, die Verantwortung abzugeben. Und der andere macht mit dieser Verantwortung das, was er will.
das, was in seinem eigenen Interesse ist. Das ist zu verstehen. Gehen Sie zurück zu Ihrem Ja. Und wenn Sie dieses Ja gefunden haben, ich glaube nicht, dass Sie dieses Ja jetzt in diesem Moment finden können. Dazu sind nur sehr wenige Menschen in der Lage. Dann wären Sie ein außergewöhnlicher Mensch. Ich gehe davon aus, dass Sie ein durchschnittlich begabter Mensch sind. Dann werden Sie dieses Ja in wenigen Minuten, Stunden oder Tagen finden. Es wird Menschen geben, die Ihnen dieses Jahr erzählen werden, rein zufällig. Wenn Sie dieses Jahr gefunden haben, dann widersprechen Sie dem Ja mit einem dreifachen Nein. Und wenn Sie dieses Nein nicht aus ganzer Kraft sprechen, dann haben Sie die einzige Möglichkeit vertan. Die ganze Kraft heißt, dass bei einem Nein Ihre innere, tiefe, starke Aggression als ein Gefühl aufsteigt. Sie müssen bei diesem Nein eine starke Emotion wahrnehmen. Denn Nein zu sagen ist leichter wie Ja zu sagen. Nein heißt Widerstand. Nein heißt Widerstand. Nein heißt Selbstbestimmung. Sprechen Sie dreimal Nein. Nein, nein, nein. Das dürfte reichen. Es klingt einfach. Es klingt vielleicht verrückt. Sie kennen viele Videos von mir. Dieser komische Typ. Ich, meine Nummern spielen hier keine Rolle. Sie finden es selbst heraus, dann ist es gut. Finden Sie es nicht heraus, dann ist es auch gut. Für wen auch immer.